AVS Media Day. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video zeige ich euch die After-Patch-Variante vom letzten Solo Unlimited Mania Glitch. Leider können wir uns jetzt hier nicht alles umsonst kaufen, ja. Aber mein Workaround, sprich mein Apartment-Glitch mit dem zweiten Charakter, funktioniert hier mit dieser Methode wunderbar und wir können uns wieder mal die Taschen so richtig voll eiern mit Geld, ja. Kein Verkaufslimit, kein Duplikationsglitch, wir brauchen einfach hier nur die Apartment-Methode, okay? Schaut euch bitte dieses Video wirklich bis zum Ende an, ja, weil es geht bis zur letzten Minute, diese Glitch, und ihr werdet das Ganze verstehen. Er ist ultra leicht, also ich finde ihn so easy, also wenn das jemand nicht schafft, dann weiß ich auch nicht, ja. Hört mir einfach zu und ich erkläre das Ganze so gut wie es geht. Also, ich bin hier im Online mit meinem zweiten Spieler, ja. Hier, ihr seht, ich zeige euch jetzt hier, was der zweite Spieler halt für Apartments hat. Für diejenigen, die jetzt hier noch neu eingeschaltet haben, ich gehe ins Internet auf Dynasty 8. Dann auf verfügbare Immobilie. Ich drücke jetzt hier einfach irgendeine, suche mir irgendeine Immobilie aus. Und was euer Spieler haben muss, einer von den beiden. So, bei mir ist es halt der zweite. Die letzten drei Apartments, ja, ich habe das extra noch rot gekennzeichnet. Apartment 4, 5 und 6 sind die teuersten, Entschuldigung, ich hätte beinahe die billigsten gesagt, das sind die teuersten, ja, wie ihr seht, die teuersten, Eclipse Towers, Penthouse 1, 2 und 3, so, das hat halt bei mir der zweite Spieler. Ab hier wechsle ich halt zum Charakterauswahl und gehe dann einfach zu meinem anderen Spieler, zum ersten Spieler, der halt die billigsten Apartments hat, ja. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr halt später aus dem Online-Modus rausgeht, müsst ihr mit dem Spieler rausgehen, der die billigsten Apartments hat. So, wie ich das schon vorhin erklärt habe, auch gesagt, rechts hier seht ihr den, der die teuersten Apartments hat und links der Spieler, der die billigsten hat. Ja, rechts hat auch der die gemoddeten. Ihr seht, ich habe da ein gemoddeten Outfit. Links diese Spielerin hier, diese Tussi, die hat halt die billigsten drei Apartments, die letzten drei. Die letzten drei Apartments sind bei ihr die billigsten. So, ihr wechselt dann, ihr kauft halt, wenn ihr das noch nicht so aufgestellt habt, könnt ihr das aufstellen. Ich zeige halt das Ganze hier noch einmal von neu. Wechsle hier jetzt zu dem Spieler, der halt bei mir die billigsten Sachen hat. Zeige euch das Ganze nochmal und ja, ihr müsst von hier aus dann auch wirklich mit dem Spieler in den Offline-Modus gehen oder in die Story reingehen, der die billigsten Apartment hat, okay? Also ich zeige euch das jetzt hier noch, ich glaube, ich habe hier ein Apartment sogar noch, was ich noch verkaufen werde. Ich würde das Ganze hier natürlich noch nachrecorden, also wundert euch nicht. So, ich mache jetzt hier das Handy auf, gehe ins Internet, auf Dynasty 8. Verfügbare Immobilien, dann gehe ich einfach auf Billigsegment, nehme hier gleich das billigste, genau, erwerben, da habe ich halt noch ein Apartment, was ich jetzt verkaufen werde, so, das habe ich noch verkauft und hier Apartment Platz 4, 5 und 6 sind hier bei mir auf diesem Spieler die billigsten, ihr seht es, beachtet die oberen gar nicht, es geht hier nur um die letzten drei von unten gesehen, so. 4, 5 und 6, die billigsten, das ist das Wichtigste. Und der andere hat halt, wie gesagt, der zweite Spieler hat halt dort die teuersten gehabt. So, ab hier wechseln wir in den Story Mode. Ich habe das Ganze halt hier vorgespult. Und jetzt, niemand macht den Fehler, dass wir hier, wenn wir im Story Mode von dem Spieler, der die billigsten Apartments hat natürlich, wenn wir hier in den Story Mode wechseln, niemand startet hier sofort den Regisseur-Modus. Ja, ihr werdet zu 1000%, ich weiß schon, ich habe es ausgetestet, ihr werdet im Prolog landen. Ja, deswegen macht das Ganze nicht so, sondern hier tut ihr einen Spielstand laden. Ich zeige euch das hier, wird sein hier nicht in den Regisseur-Modus gehen. Ich werde das hier in dem Video jetzt auch nicht so machen, macht das auch nicht so. Ich erspare euch einfach nur die extra Ladezeit, ja. So, ihr drückt die Optionstaste hier, geht auf Spiel und ladet einfach
geht auf Spielladen, ladet hier, ich habe hier den automatischen Spielstand, den lade ich halt einfach, genau. Weil ansonsten müsst ihr halt noch den Prolog mitladen sozusagen. Macht das nicht, wenn ihr dann halt... Ja, wie gesagt, macht das halt einfach nicht. Ich habe es halt hier jetzt eigentlich ganz gut erklärt. So, wir warten jetzt einfach, bis ich hier im normalen Story-Mode bin. Und erst dann kann ich in den Regisseur-Modus reingehen und dann kickt es mich auch zu 100% nicht in den Prolog rein. So, jetzt, passt auf, jetzt gehe ich hier ganz normal, nachdem ich den Spielstand geladen habe, auf Regisseur-Modus. Jawohl, und jetzt passiert hier gar nichts. So, jetzt komme ich halt ganz normal in den Regisseur-Modus, in den Casting-Trailer. So, wenn ihr dann hier im Casting-Trailer angekommen seid, müsst ihr nichts Wichtiges beachten. Einfach nur auf Regisseur-Modus betreten. So, seid ihr dann hier im Regisseur-Modus. Ist halt wie der alte, wie der gestrige von Samstag, der Glitch, ganz ähnlich. Bloß, dass wir uns hier halt nicht alles kostenlos kaufen können. Wir gehen hier auf Szene-Editor. Touchpad auf Szenen-Editor, dann halt natürlich. So, dann Szene 1, drück mal XX, gehen auf Requisiten und wechseln hier viermal, also sprich drücken wir viermal die Pfeiltaste nach links, Steuerkreuz nach links. So, ab hier, wie beim alten Glitch auch, drücken wir und halten die Optionstaste halt gedrückt, wie auch immer, drücken drauf, gehen hier halt auf Rockstar Editor, dann hier einmal, zweimal runter zum Regisseur-Modus, genau hier X. So, hier drücken wir das mit Kreis weg. Nein, nicht mit Kreis weg. Hier bestätigen wir das. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Hier bestätigen wir das mit X, haben den Black Screen, drücken dann PS-Taste, gehen auf eine Aktivität. Jemand hat sich ein Fahrzeug gekauft oder ein Kopfgeld kassiert, sowas in die Richtung. Damit wir halt die Aktivität, wo halt dann rechts unten GTA Online starten steht, starten können. Hier, ich habe halt irgendwas mit Kopfgeld ausgewählt. Dann rechts unten GTA Online starten. So, das drücken wir mit Kreis weg. Die Meldung habe ich mit Kreis weggedrückt. Hier drücken wir die Optionstaste und jetzt gehen wir hier auf Online und auf Charakterauswahl. Vorher sind wir halt beim alten Glitch sozusagen auf GTA Online spielen und auf Los. Hier machen wir das Ganze halt jetzt mit Charakterauswahl. Okay. Wenn wir jetzt hier X drücken und dann ladet es uns sozusagen hoch. Hier drücken wir dann die PS-Taste bei dem Bild. Und startet am besten Spotify. Ladet euch Spotify herunter und tut einfach GTA anhalten, ja. Ihr haltet die Anwendung an. Ich habe hier halt diese Meldung, das ist halt, weil ich mit der Elgato aufgenommen habe. Ihr haltet die Anwendung an, geht dann auf die Einstellungen wieder, geht nicht in GTA, geht auf die Einstellungen, auf Netzwerk und haut hier den Haken raus mit Internet verbinden. Einfach den Haken raus und dann gehen wir hier einmal kurz auf GTA, drücken X und dann sollten wir hier jetzt den Black Screen bekommen. Wieder PS-Taste schnell. Gehen wieder auf die Einstellungen, auf Netzwerk und hauen hier den Haken wieder rein. So, Kreis, gehen wieder raus. Und hier warten wir, hier gehen wir noch nicht in GTA rein, warten wir, bis wir nach unten zu den Aktivitäten können, okay? Ihr seht es, ich gehe jetzt hier runter auf die Aktivitäten. So, suche mir halt wieder die gleiche Aktivität oder halt eine, wo ich halt GTA Online starten kann. Gehe halt hier nach unten auf GTA Online starten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr rechts unten die weiße Ladeschnecke, die dann zu einer gelben Ladeschnecke wird. Dann heißt es, ihr habt hier alles richtig gemacht. Und jetzt ladet ihr auch zum Charakterauswahl. Und jetzt kommen halt diese Steps, wo wir jetzt hier zu dem Charakter wechseln müssen. Ja? Ihr dürft hier nicht den gleichen wie vorhin sozusagen nehmen, weil wir sind ja mit dem linken aus dem Online raus und jetzt wechseln wir hier zum rechten wieder, okay? Das ist der die teuersten Apartments hat. Hier steht halt jetzt rechts oben nicht der Regisseur-Modus, er ist halt sozusagen unsichtbar, aber das Ganze funktioniert trotzdem noch. Ich wechsle hier zu dem Spieler, ich sag's noch einmal, der die teuren Apartments hat, okay? Ihr seht es, zack, ich habe auf X gedrückt, ganz normal. Und jetzt warten wir halt einfach die Zeitüberschreitung ab. Wenn ihr keine Zeitüberschreitung bekommt, dann seid ihr mit dem falschen Spieler aus dem Online rausgegangen und ihr seid auch hier mit dem falschen, habt auch hier den falschen ausgewählt. Okay, jetzt habe ich das Ganze hier auch noch vorgespult. Ich
bekommen dann hier die Zeitüberschreitung und in der Zeitüberschreitung warten wir einfach circa 20 Sekunden am besten, so 10 bis 20 Sekunden, ihr könnt auch 30 warten, das ist nicht die Welt. Wir warten einfach in der Meldung ein bisschen, ihr könnt auch genauso lange warten wie ich und schließen ganz einfach die Anwendung in dieser Zeitüberschreitung. Da ist sie schon, jetzt warte ich halt hier ein bisschen in der, chillt einfach hier so 20 Sekunden ab, das schadet nicht. Und wir halten dann einfach die PS-Taste gedrückt und tun die Anwendung schließen. So, Anwendung schließen, okay. Und starten GTA von neu. So, und jetzt kommt das Typische, hier wird keiner gebannt oder etc. Hier nach der Frau, ganz wichtig, halten wir die R1-Taste gedrückt. Ja, ich habe es extra nochmal für euch eingeblendet. Macht das am besten so circa 7, 8, 9 Sekunden. Und wenn ihr das nicht macht, dann kommt ihr halt nicht in den Online-Modus. Dann steht halt jedes Mal Rockstar Cloud-Server nicht verfügbar. Viele schreiben dann, oh, ich bin gebannt, ich komme nicht rein. Das liegt nur daran, dass ihr nicht nach der Frau die R1-Taste gehalten habt, okay? Macht das einfach, vergisst es nicht und habt ihr auch keine Probleme. Falls ihr es vergessen habt, dann tut halt einfach die Anwendung nochmal schließen. Das macht das Ganze von neu und nach der Frau. Wie gesagt, R1 halten. Fertig. So, jetzt kommt die Anzeigenkalibrierung. Die drücken wir auch mit X weg. Hier habe ich wieder auch natürlich vorgespult. Und wenn wir jetzt halt jetzt sozusagen in den Story Mode reinladen, ab dort laden wir in den Online Modus und verticken halt die Buden sozusagen, die Apartments und kassieren das Geld und machen halt den ganzen Glitch von neu. Dann werden wir wieder von dem Online wieder zum Story wechseln, gehen dann nicht sofort in den Regisseur-Modus, sondern laden einen Offline-Spielstand, machen dann den Glitch von neu. So, hier im Story-Mode, wie gesagt, angekommen. Mache ich noch ein bisschen Blödsinn, keine Ahnung, was ich überhaupt gemacht habe. Rumgejumpt, einfach Optionstaste drücken auf Online. Geht er online spielen und ladet immer eine geschlossene Freundessitzung. Ja, das hat halt einfach den Hintergrund, dass es halt einfach viel schneller reinladen tut, als wie in eine öffentliche Sitzung. Wir bestätigen hier halt die Rockstar-Richtlinien und warten, bis es uns halt einfach online reinlädt. So, wenn wir dann im Online-Modus angekommen sind, gehen wir ins Internet auf Dynasty 8 und verticken die ganzen letzten, also die letzten drei Apartments. Ihr werdet sehen, ihr werdet die teuren Preise haben. Und die verticken wir jetzt einfach. Ich gehe hier auf das billigste, Immobilie erwerben. Und wie ihr seht, unten die letzten drei Apartments, sprich 4, 5 und 6, sind bei mir die teuren Preise, obwohl die Namen von dem billigen sind. Das habe ich halt einfach vom zweiten Charakter übertragen bekommen. Und wir können halt den ganzen Glitch immer und immer und immer machen. So, jetzt verkaufe ich die. Ihr seht, ich bekomme rechts oben Plus. Ich denke mal, das war's hier mit diesem Video. Es ist eigentlich alles gut erklärt worden von mir. Ich hoffe, ihr schafft das Ganze, macht das Ganze. Ich hoffe, es geht noch bis Dienstag, der Glitch. Und ihr seht, ab hier einfach in den Story Mode und weitermachen. Also ich denke mal, das war's. Ich bin raus mit dem Video heute und wir sehen uns einfach im nächsten. Peace!